Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 6. Oktober 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir beginnen heute am südlichen Abschnitt der Donbass-Front, wo ukrainische Soldaten besorgt den Beginn eines neuen russischen Stoßes melden. Nachdem wir in dieser Woche mehrmals die Ansammlung russischer Kräfte am Mokrojelew-Fluss besprochen haben, sind diese Kräfte nun allen Anschein nach in die Offensive übergegangen. So meldet heute Morgen ein ukrainischer Militärblogger, dass die russischen Streitkräfte in Richtung Velika-Novosilka aktiver wurden. Dabei unternahmen russische Einheiten heute einen mechanisierten Angriff auf das Dorf Solota-Niva. 7 gepanzerte Kampffahrzeuge waren mit Infanterie an diesem Angriff beteiligt. Im Dorf befanden sich Stand gestern weiterhin Teile des ukrainischen Militärs. Das Ergebnis des Angriffs ist nicht bekannt. Einige ukrainische Militärblogger deuteten heute darauf hin, dass sich die Lage im Dorf verschlechtert hat. Heute Abend berichtete ein ukrainischer Militärblogger, dass das russische Militär mit diesem Angriff Aufklärung betreibt und Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung sucht. Die ukrainische Erwartung in diesem Abschnitt ist, dass das russische Militär an der ukrainischen linken Flanke versuchen wird, die Siedlung Velika-Novosilka zu umgehen. Insgesamt hat das russische Militär laut ukrainischen Schätzungen eine Gruppierung von etwa 10.000 Mann zusammengezogen. Diese Gruppierung besteht hauptsächlich aus Teilen der 127. Schützendivision, aber auch die 336. Marineinfanteriebrigade ist an diesem Abschnitt für Offensivaktionen vorbereitet. Bis zu 150 gepanzerte Kampffahrzeuge sollen diese Angriffe in Richtung Velika-Novosilka unterstützen. Das primäre russische Ziel an diesem Abschnitt wäre natürlich die Einnahme von Velika-Novosilka. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage hier in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird. Wir werden das natürlich genauestens verfolgen. Seit Beginn des Krieges stand die Siedlung Velika-Novosilka stets unter ukrainischer Kontrolle. Ein paar Kilometer östlicher melden ukrainische Soldaten heute einen starken Druck russischer Einheiten in Richtung der Siedlung Bochojawlinka. Auf breiter Front werden weitere Bodenangriffe durchgeführt, die von der Artillerie unterstützt werden. Mögliche Frontbewegungen werden geprüft. Diese werden wir dann in der kommenden Woche besprechen. Wir machen im Folgenden weiter am Frontabschnitt Kurachowe. Dort gibt es eine Neuigkeit aus der Siedlung Maximilianivka. Nach dem Festsetzen im östlichen Teil des Dorfes in den letzten Wochen konnte das russische Militär den Kontrollbereich in der Siedlung ausweiten. Zunächst ist aber festzuhalten, dass das ukrainische Militär die Kontrolle über die östliche Hälfte von Maximilianivka vollständig verloren hat. Die ukrainische 46. Brigade, die für diesen Abschnitt zuständig ist, zog sich vollständig in den westlichen Teil des Dorfes zurück und nahm dort die Stellung ein. Das liegt vor allem an den kürzlichen russischen Vorstößen in Richtung der Stadt Gorachowe, vor allem in Richtung der Siedlung Ostrivske. Wegen dieser Tatsache wurde im Dorf die graue Zone bis zum Zentrum vergrößert. Im Zentrum von Maximilianivka kommt es aber inzwischen definitiv zu Zusammenstößen, das melden unter anderem ukrainische Militärblogger. Die russische Infanterie konnte sich derweilen weiter im östlichen Teil der Siedlung festsetzen. Entlang der Schewtschenka und der Zentralner Straße gelang der russischen Infanterie ein Vorstoß um bis zu 250 Meter in westlicher Richtung. Das bestätigt auch eine aktuelle Drohnenaufnahme. Dort ist der Beschuss eines Hauses mit russischer Infanterie an diesem Straßenabschnitt zu erkennen. Damit wurde der Frontverlauf vorläufig zugunsten der russischen Seite angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. In der kommenden Woche ist hier mit weiteren russischen Geländegewinnen zu rechnen, vor allem angesichts der Tatsache, dass das ukrainische Militär sich in den westlichen Teil von Maximilianivka zurückziehen musste. Wir machen weiter am Frontabschnitt westlich des Wowtscha-Flusses. Dort melden ukrainische Soldaten heute einen heftigen Beschuss der Siedlung Izmailivka. Sowohl die russische Artillerie als auch die Luftwaffe hat heute das Dorf intensiv bombardiert. Währenddessen greift die russische Infanterie das Dorf weiter an und versucht dort Fuß zu fassen. Wesentliche Frontverschiebungen werden zum heutigen Tag erstmal nicht gemeldet. In der Siedlung Zukurine kam es im Laufe des heutigen Tages zu den letzten Kämpfen um das Dorf. Das melden zumindest einige ukrainische und russische Militärblogger.
Am Frontverlauf wurden heute zwei Korrekturen vorgenommen. Zunächst wurde zum heutigen Vormittag bekannt, dass die russische Infanterie in diesem Teil des Dorfes Fuß fassen konnte. Entsprechend fällt einmal dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Im Laufe des heutigen Tages wurde dann bekannt, dass die russische Infanterie sich vollständig in der östlichen Hälfte von Sukurine festsetzen konnte. Damit fällt auch dieser Abschnitt der Siedlung an die russische Infanterie. Entsprechend fällt nochmal dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Wie vorhin schon kurz angesprochen, meldeten beide Seiten heute die letzten Kämpfe um das Dorf. Wir hatten schon gestern angesprochen, dass bereits im westlichen Teil des Dorfes gekämpft wurde. Bereits gestern war die Lage aus ukrainischer Sicht kritisch und es drohte der vollständige Verlust des Dorfes. Soeben, vor wenigen Minuten, kam von ukrainischen Militärbloggern die Meldung, dass Sukurine praktisch verloren ist. Die russische Infanterie soll hier innerhalb der nächsten Stunden im westlichen Teil der Siedlung vollständig Fuß fassen können. Das ist die aktuellste Meldung, die es gibt. Am Frontverlauf wurden erstmal keine weiteren Frontverschiebungen vorgenommen. Ich warte aktuell noch auf Details, entsprechend werden wir die Siedlung morgen nochmal ansprechen. Nördlich von Sukurine konnte die russische Infanterie den Kontrollbereich ebenfalls ein wenig vergrößern. Betroffen ist einmal dieser Waldstrichabschnitt, an dem die russische Infanterie Fuß fassen konnte. Und auch die Eisenbahnschienen wurden von russischen Gruppen überquert. Entsprechend haben wir hier eine kleine Anpassung. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Größere Erfolge an der südlichen Flanke von Zelidowe hat das russische Militär zum heutigen Tag aber nicht. In diesem Bereich, den wir zuletzt grau markiert hatten, konnte die russische Infanterie vermutlich nicht Fuß fassen. Seit dem letzten Bodenangriff gibt es zumindest von diesem Abschnitt keine weiteren Neuigkeiten. Das zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Pakrovsk. In der Stadt Toretsk machen wir auch heute mit einer kleinen Frontverschiebung weiter, die ersichtlich geworden ist. Die ukrainische Seite räumte hier nämlich einen kleinen russischen Vorstoß nördlich der Hauptstraße ein. Russische Sturmgruppen konnten sich dabei an der Tarhowa-Straße festsetzen und einige mehrstöckige Wohngebäude einnehmen. Der Frontverlauf wurde damit erneut korrigiert. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Somit konnte die russische Seite um weitere 150 Meter in der Stadt vorrücken. Größere Erfolge gelingen dem russischen Militär in der Stadt aber weiter nicht. Wir machen weiter im Norden an den Abschnitten Svatove und Kupiansk, wo das Offensivtempo der 1. russischen Panzerarmee zuletzt zugenommen hat. Zunächst gibt es aber eine marginale Anpassung des Frontverlaufs im Dorf Magiivka am Scherebez-Fluss. Das ist der Abschnitt, wo die russische 144. motorisierte Brigade aktiv ist. Kleine russische Infanteriegruppen unternehmen regelmäßig Sturmversuche von einzelnen Stellungen in den Höhen westlich von Makiivka. Einem weiteren solchen Sturmversuch versuchte die ukrainische 4. Panzerbrigade in die Quere zu kommen. Die Drohneneinheit der Brigade konnte russische Infanterie mit einer FPV-Drohne an einem Abhang angreifen. Der Verband gibt an, dass mit diesem Angriff ein russischer Soldat gefallen ist. Ob der russische Angriff mit diesem Drohnenangriff gestoppt wurde, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass die russische Infanterie sich am Abhang westlich des Dorfes festsetzen konnte. Der Frontverlauf wurde somit leicht angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Ich weise nochmal darauf hin, dass das Dorf Magiivka fast vollständig unter russischer Kontrolle steht. Allerdings hatten wir bis zuletzt im südlichen Teil des Dorfes russische Präsenz noch nicht feststellen können. Als nächstes machen wir zwischen den Siedlungen Stelmachivka und Rosivka weiter, die wir bereits gestern angesprochen hatten. Dort befindet sich die kleine Siedlung Mersojarivka, die weiter unter ukrainischer Kontrolle bleibt. Die russische 4. Panzerdivision hat jedoch nach der Einnahme von Rosivka damit begonnen, das Dorf vom Süden her anzugreifen. Der Verband konnte hier entlang des Flusses um bis zu 700 Meter in nördliche Richtung vorstoßen und somit vom Süden her in das Dorf eindringen. Mit dem russischen Angriff fällt dieser Waldstrich sowie einige Häuserruinen im südlichen Teil des Dorfes an die russische Infanterie. Der Frontverlauf wurde angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Auch die graue Zone wurde vergrößert. Angesichts der verstärkten russischen Angriffe in nördlicher Richtung ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ukrainische Infanterie den Brückenkopf am Scherebez-Fluss aufgeben wird.
Die gegebene Frontkonfiguration ermöglicht den ukrainischen Truppen am Ostufer kein langfristiges Halten von Mersozharivka. Weiter geht's ein paar Kilometer nördlicher im Bereich der Siedlung Pischane. Im Laufe der letzten 24 Stunden konnte die russische 2. motorisierte Division den Kontrollbereich südlich des Dorfes ausweiten. Russische Infanteriegruppen konnten ein etwas größeres Gelände einnehmen, welches ungefähr 4 Quadratkilometer umfasst. Dabei fallen zahlreiche Waldstriche und Stellungen an die russische Infanterie, darunter auch dieses in schwarz markierte Stellungssystem südlich von Pischane. Der russische Vorstoß betrug hier bis zu 1,75 Kilometer in südlicher, südwestlicher Richtung. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Das zur Situation südlich des Dorfes Pischane. Wegen der Gefahr eines russischen Erreichens des Oskil-Flusses konzentriert das ukrainische Militär ihre größten Kräfte gerade in diesem Bereich. Das ermöglicht wiederum manchmal kleinen russischen Infanteriegruppen unter schwächerem ukrainischen Widerstand einzelne Positionen einzunehmen. Auch an diesem Abschnitt hat das ukrainische Militär nicht gerade eine gute Situation, wenn man die personelle Besetzung betrachtet. Die russische 1. Panzerarmee dagegen verfügt noch über ausreichend Personal, um die Angriffe zum Oskil-Fluss fortzusetzen. Die russische zahlenmäßige Überlegenheit ist also auch an diesem Abschnitt mitunter der Hauptgrund, warum das russische Militär Gelände gewinnen kann. Und damit hätten wir die Lage an der russisch-ukrainischen Frontlinie geklärt. In der vergangenen Nacht unternahm das russische Militär einen etwas umfangreicheren Luftangriff auf das ukrainische Territorium. Eingesetzt wurden dieses Mal ganze 90 verschiedene Flugkörper, wobei Angriffsdrohnen den größten Teil ausmachten. Insgesamt wurden ganze 87 Drohnen des Typs Shahid 136 auf die Ukraine gestartet. Dazu 2 ballistische Raketen des Typs Iskander-M, ein Marschflugkörper des Typs Iskander-K und ein weiterer Marschflugkörper des Typs H-59. Die ukrainische Luftabwehr konnte laut eigenen Angaben neben den beiden Marschflugkörpern auch 56 Drohnen abschießen. 25 weitere Drohnen stürzten nach dem Einwirken ukrainischer elektronischer Kampfmittel ab. 4 Drohnen waren zum Zeitpunkt 9 Uhr morgens noch in der Luft. Was mit diesen geschehen ist, ist nicht ersichtlich. Die übrigen 2 Drohnen und die ballistischen Raketen haben allen Anschein nach die Hafenstadt Odessa angegriffen und dort eingeschlagen. Im Laufe der Nacht kam es zu schweren Explosionen in der Stadt, hauptsächlich im Bereich des Hafens. Als Folge des Angriffs wurde eine Person verwundet, das berichten ukrainische örtliche Quellen. Außerdem kam es zu vielen Beschädigungen in der Stadt. Auch Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, nachdem lokale Feuer ausgebrochen sind. Welches Objekt die russische Seite treffen konnte, ist allerdings nicht ersichtlich. Das zur aktuellen Situation in der Ukraine. Ich hoffe, Sie fanden diesen Bericht heute informativ und hilfreich. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie unter diesem Video einen Like dalassen würden. Abonnieren Sie gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine. Bis zum Erreichen der 64.000 Abonnenten fehlen nur noch wenige hundert. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir diese Zahl zeitnah voll machen würden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin eine schöne Restwoche.